Hallo, ihr Verrückten. Das wird jetzt nur ein ganz kurzes Infovideo. Ganz viele von euch haben bereits nach einem Q&A-Video gefragt oder auch schon Fragen unter meine Videos gepostet. Und euer Wunsch nach Fragen und Antworten soll erhört werden. Ihr habt jetzt die Chance, mir unter dieses Video eure Fragen zu posten. Und morgen, also am Freitag, kommt mich Elusi besuchen und wir wollen dann einige Fragen raussuchen, die wir beantworten. Wenn alles gut geht, kommt das Video nächste Woche online. Und wenn ihr also auch gezielt Fragen an Elusi habt, schreibt sie mir in die Kommentare, wir lesen sie alle durch und dann suchen wir die raus und beantworten die. Ja, und noch eine kleine Info. Es haben mir wieder sehr viele Leute Nachrichten geschickt mit ihren selbstgeschriebenen Creepypastas. Vielen Dank dafür. Ich freue mich jedes Mal riesig, wenn ich in mein E-Mail-Postfach schaue. Allerdings komme ich im Moment echt gar nicht hinterher. Also, falls ihr warten müsst auf eine Antwort, es tut mir wirklich, wirklich leid. Ich sitze gerade an einem Referat über die Verfilmung von Die Leiden des jungen Wärters. Und das dauert wohl noch, bis ich da wieder ein bisschen aufholen kann. Also, habt bitte ein bisschen Geduld. Ja, und alle, die wissen wollten, was für eine Note ich bekommen habe für das Hörspiel Die Bedeutung von Bedeutung. Mein Dozent hat es sich noch nicht angehört, also ich weiß es nicht. Aber er hat es versprochen, dass er es bald tun wird. Ich werde euch auf jeden Fall auf den Laufenden halten. Ja, also das soll's für heute auch schon gewesen sein. Wie gesagt, nächste Woche soll ein Q&A-Video rauskommen mit Elusi zusammen. Schreibt eure Fragen an Elusi und an mich einfach in die Kommentare. Am besten bis morgen Abend, denn morgen Abend wollen wir die schon raussuchen. Ja, und dann hören wir uns Montag, Mittwoch und Samstag zu einer neuen Creepypasta.